Zu Hause konnte ich einen Blick auf das Resultat der Operation werfen und war schockiert, was dieser kleine Schnitt bei mir angerichtet hatte. Es wurde mir die gesamte Vorhaut weggeschnitten und ich blickte auf eine rot leuchtende Eichel, unter der sich eine dunkelrote Naht befand. Die verbleibende Haut unterhalb der Eichel war blau angelaufen und geschwollen. Ich fühlte mich verstümmelt und hatte das Gefühl, kein richtiger Junge mehr zu sein, weil man mir den Penis so zugerichtet hatte. Man stelle sich den berechtigten Aufschrei vor, würde behauptet, weibliche Geschlechtsteile seien per se unhygienisch und eine Brutstätte für gefährliche Keime. Weit mehr noch, die operative Entfernung von Gewebe auch ohne Einverständnis des betroffenen Mädchens sei dadurch gerechtfertigt. Ich fühlte mich seit meiner rituellen Genitalverstümmelung, die für mich einen kompletten Raub meines kindlichen Urvertrauens darstellte, nicht mehr als Herr meines Körpers. Ich verlor das Vertrauen in meine Eltern, meine Kultur, in Menschen, die ich liebte. Ich erlebte meine Beschneidung als Vergewaltigung und Übergriff auf meinen Körper. Umso schwerer ist es deshalb für mich natürlich, mit diesem Vertrauensbruch klarzukommen. In Enthüllt kommen erstmals in deutscher Sprache Betroffene zu Wort, deren Vorhaut beschnitten, also amputiert wurde. Sie sprechen offen und ehrlich über die negativen Folgen, unter denen sie leiden. Folgen, die sie sowohl körperlich als auch seelisch und sexuell beeinträchtigen. Dabei kommen nicht nur die direkt betroffenen Männer zu Wort, sondern auch indirekt Betroffene, wie zum Beispiel Sexualpartnerinnen und Eltern.